Herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Mein Name ist William. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Wettkampfathlet, ich mache Bodybuilding. In genau 18 Wochen ist es soweit. Für mich geht es wieder auf die Bühne und heute ist mein letzter Cheat Day, Leute. Ich nehme euch einen Tag lang mit, was ich so verdrücken kann, könnt ihr dann in dem Video sehen. Seid gespannt. Kommen wir zu meinem Frühstück. Das ist die erste Mahlzeit, wie ihr seht. Drei wunderschöne Croissants mit Nutella. Drei belegte Brötchen. Hier ist wirklich viel Nutella drauf. Diese drei Croissants beinhalten ganze 200 Gramm Nutella. Hier haben wir Remoulade drunter, Salami, hier Fleischwurst, 150 Gramm Nougat-Pilz, natürlich die fettigste Milch und einen Milchdrink. Da haben wir alles getrackt und kommen auf sage und schreibe 3222 Kalorien, wobei ich den Milchdrink noch gar nicht mit einberechnet habe. So, ich gönne mir jetzt das Ganze hier. Ich mache auch mal noch kurz eine Stoppuhr an. Hier, Stoppuhr läuft. Da ich ziemlich schnell esse, wollte ich mal selber gucken, wie lange ich dafür brauche, für das Ganze hier, für 3200 Kalorien. Ich habe die Croissants gar nicht getrackt. Ich habe die Croissants gar nicht drin, das sind jetzt nochmal 1000 Kalorien. Das sind jetzt nochmal 700 Kalorien plus, das sind jetzt bei 4000. So, damit haben wir das Frühstück geschafft. Sag mal kurz hier Stoppuhr. Wie lange habe ich jetzt gebraucht dafür? Einfach mal aus reinem Interesse. Sagt 21 Minuten. 21 Minuten, 4200 Kalorien knapp. Ja. Wir haben uns einen kleinen Plan hier ausgewählt. Und werden mal schauen, wo wir als nächstes hingehen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Es folgt noch die ein oder andere leckere Mahlzeit. Bis später. Aufgegessen haben wir. Das war unser Frühstück. Wir haben aber ziemlich spät schon. Wir haben erst angefangen gegen 12 Uhr zu essen. Wir haben jetzt ungefähr 12:30. Und ja, 4000 Kalorien sind drin. Als nächstes steht auf dem Plan eine Bankdrückmeisterschaft. Heute hier in Wuppertal. Eine lokale Bankdrückmeisterschaft. Da werde ich auch spontan dran teilnehmen. Und ich denke mal auch spontan den Sieg nach Hause mitnehmen. Scheiße. Ey, wo muss mein Kofferraum auf, Alter? Fahr doch! Wir sind jetzt angekommen in der Kraftfabrik, wo die Bankdrückmeisterschaft stattfindet. Auf spontan drücken wir mal ein bisschen. 200 plus, mal gucken, was drin ist. Beste Studio, Hardcore Gym. So. Ich würde mal sagen, die Croissants sind verdaut. Und wir können jetzt mal die 200 Kilo auf der Bank anpeilen. Ob ich es schaffe, ist eine andere Geschichte. Man muss sich immer schön warm machen, wenn man hohes Gewicht drückt. Mein Tipp an euch, Ellbogenbandagen. Und bei allen Druckübungen benutze ich Handgelenksbandagen. An dieser Stelle auch eine kleine Werbung an Sinop hier. Für Sinop, sehr gute Qualität mit Stretch. Mit meinem Code William10 habt ihr 10% Rabatt auf alles. Eins, zwei. Jawohl!
Warte, ich habe auch noch was mitgenommen. Bevor ich die 200 Kilo drücke, zuerst mal ein Maxi-Kill. Wie ihr gesehen habt, Bankdrückmeisterschaft, Platz 1 mit 205 Kilo gedrücktem Gewicht. Jetzt geht's weiter. Mein Kameramann, mein Kollege hier muss zu Ikea was besorgen. Und was gibt's bei Ikea? Richtig, leckere Hotdogs. Und die werden wir jetzt gleich fetzen. Kommt mit. Wir haben jetzt 17 Uhr. Das heißt, ungefähr 5 Stunden sind vergangen von meinem kleinen Frühstück. Wir sind jetzt hier bei Ikea. Das sind jetzt so 500 ungefähr. Zweiter Hotdog geht rein. Das waren jetzt, könnt ihr sehen, 390 Kalorien. Aber war jetzt auch nicht sonderlich viel. Also die gehen locker rein. Ich könnte noch mal so 3-4 Stück essen, aber ich bewahre mir meinen Platz für was Geiles auf, weil das ist jetzt nichts Besonderes. Wie sieht es denn jetzt aus mit meinem Nachtisch? Für die schnelle Kalorienzufuhr mal wieder ein Maxi-King, sag ich mal, für zwischendurch. Ne? Ich finde die Dinger echt geil. Also von, wenn ich entscheiden müsste zwischen Pinguin, Milchschnitte und Maxi-King. Wir sind jetzt hier in Bochum gelandet, am Bermuda-Dreieck, kennen die meisten wahrscheinlich, und fetzen jetzt bei, wie heißt der dann? Food Brother. Food Brother, einen schönen Burger mit Doppeltfleisch, ein paar Nachos drinne, Süßkartoffelpommes, auf sowas stehe ich, das gönne ich mir jetzt. Wie gibt's denn jetzt? Bruder, damit du noch ein paar Kalorien mit auf den Weg nimmst. Ah, guter Alte. Den gibt's immer wieder heute, wie ich merke. Die Dinger sind einfach geil. Können wir die den ganzen Tag fressen, ohne Scheiß. So. Wir sind jetzt bei Food Brother. Ich habe mir einen folgenden Burger bestellt, und zwar den Nacho Baba. Zweimal Cheese, zweimal Beef, Salat, Nachos, Jalapenos, Sweet Chili und Guacamole. Genau mein Ding. Dazu gibt es Süßkartoffelpommes mit Chili Mayo. Getrunken wird Wasser. Die haben jetzt in dem Laden keine Nährwertangaben, aber ich schätze mal, dass so ein Burger-Menü mit doppelt Fleisch, doppelt Käse, Guacamole, Nachos an die 2000 Kalorien hat. Wollen wir mal fair bleiben, ziehen wir 300 ab, sagen wir, dieses Menü hat 1700 Kalorien. Ob es zu viel ist oder zu wenig, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, Leute. Der Burger war so brutal, dass ich überlege, mir noch einen zu bestellen. Aber ich war vorhin schon einkaufen bei Rewe, und die Snacks, die ich habe, die sind auch nicht ohne. Deswegen Burger gegessen, Sättigungsgefühl, soll ich euch ganz ehrlich sagen, hält sich in Grenzen. Also ich kann auf jeden Fall noch einiges essen. Und deswegen waren wir gerade ein bisschen shoppen bei Rewe. Wir haben ein paar leckere Snacks geholt, wie schon gesagt. Jetzt wird nach Hause, wir fahren nach Hause, schön auf die Couch, Playstation an, chillen und vollfressen. Und damit müssten dann, glaube ich, auch 10.000 Kalorien locker geknackt sein. Wobei ich denke, dass wir am Ende des Tages abends bei über 10.000 landen werden. Mal schauen, wo die Reise hinführt. Kurze Zwischenbilanz, wir haben jetzt 22.12 Uhr.
Wir sind ziemlich scheiße in der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte ja so 15.000 Kalorien knacken, wenn ich ehrlich bin. Wir sind jetzt Zwischenstand 7.600 Kalorien. Hier habe ich noch ein paar Snacks, die ich mir jetzt reinpfeife. Das ist übrigens Müllermilch. Bitte haut ein Sponsoring raus. Diese Shakes, die ihr rausgebracht habt, die sind wirklich brutal lecker. Haben wir hier noch Monte Zott XXL Mega. Und diese Exquisa Käsekuchen, die feiere ich richtig. Ja, wir haben jetzt bei Domino's bestellt, online. Ich wollte mir noch eine Pizza gönnen, bevor die Diät losgeht. Aber ich habe was vergessen, deswegen rufen wir da jetzt nochmal an und bestellen noch was dazu. Ich wollte diesen heißen Schlitten, diesen Wrap. Schönen guten Tag, guten Abend, Eileen. Wir haben gerade bestellt. 20er Dutchman. Ja. Ein großes Cookie Dutch. Okay. Einmal Pizzabrötchen Thunfisch. Ja. Und ein Aioli. Siehst du? Okay, da fehlt der heiße Schlitten. Können Sie den nochmal, kannst du den nochmal nachliefern? Das wäre super. Ja, gut, dann den heißen Schlitten noch dazu bitte. Nicht vergessen, wir haben großen Hunger. Ja, machen wir. Alles klar, danke Eileen. Schönen Abend noch. Ja, ebenso. Ganz ehrlich, dieser Becher hier hat 800 Kalorien. Wie geht das? Cut! Was passiert? Egal, Bruder, erzähl ich dir gleich. Machst du aus wahrscheinlich, Kamera. Domino's ist da, schneller als gedacht. An dieser Stelle nochmal neu cool. Mir kurz was einen coolen Text einfallen lassen, damit das cool ist für die Zuschauer, weißt du? Domino's ist angekommen. An dieser Stelle Props an Domino's. Die Leute, keine Ahnung, der Fahrer, womit der gefahren ist, mit dem Ferrari, der war nach 15 Minuten da. Für mich gibt es jetzt einmal den heißen Schlitten und eine Hollandaise-Pizza mit Schinken, Brokkoli. Getrackt konnte ich, habe ich das Ganze auch. Und das sind jetzt nochmal ungefähr 2000. Hunger habe ich sonderlich nicht viel, aber Appetit. Deswegen fangen wir mal an. Freunde, das war mächtig, weil ich auch gar keinen Hunger mehr habe. Aber ich denke mal, da ist noch was drin. Wir haben hier noch einige Snacks. Bisschen Müllermilch, Milchreis. Muffins, ich habe hier eigentlich alles. Raffaellos, noch mehr Kinder, Maxi Kings, bisschen Haribo. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Ich setze mich an die Playstation, zock eine Runde, entspannen, Kopf ausschalten und vielleicht folgt noch das ein oder andere Dessert. Shit, so. Leute, ich bin wirklich am Platzen. Das war gerade schon ziemlich viel. Zu viel schon, wenn ich ehrlich bin. Deswegen beenden wir das Ganze jetzt. Wir haben 14:45. Sprich, wir haben innerhalb von 14 Stunden 12.339 Kalorien gegessen, um es genau zu nennen. Es waren 700 Gramm Fett, 1129 Gramm Carbs, davon 500 Gramm Zucker und ungefähr, ja, nicht ungefähr, sondern 352 Gramm Eiweiß. Also haben wir ordentlich Gas gegeben und damit wollte ich auch euch nochmal einen Gedankenstoß geben, wie gut es uns geht hier in Deutschland. Und deswegen, damit diese ganze Aktion auch einen Sinn hat, möchte ich das ganze Geld, was ich heute sinnlos für Essen ausgegeben habe, zusätzlich nochmal spenden. Es waren ungefähr 100 Euro, die ich heute ausgegeben habe, mehr oder weniger. Deswegen spenden wir die 100 Euro, die ich ausgegeben habe, jetzt an Kinder in Palästina. Und an diejenigen, die jetzt sagen, sie kennen bessere Spendenorganisationen oder mir meinen, sagen zu müssen, wohin ich spenden soll, spendet dahin, ist gar kein Problem. Ich finde die Organisation, an die ich gespendet habe, völlig in Ordnung und bin damit zufrieden. Ich hoffe, mein erstes Video auf dem Kanal hat euch gefallen.
In Folge werden weitere Videos folgen. Abonniert bitte den Channel, schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Lasst einen Daumen nach oben da, das Übliche. Ich werde meine Wettkampfvorbereitung dokumentieren. Es warten ab Montag 18 Wochen harte Diät auf mich. Kein Cheat Days mehr, deswegen war das der letzte. Abonniert den Kanal und bleibt auf dem Laufenden. Adios, amigos. Was jetzt? Ja, nichts. Wir fahren jetzt nach Hause und fressen uns den Arsch weg, Mann. Soll ich irgendwas labern wahrscheinlich? Ja, dass wir nach Hause fahren und uns den Arsch wegfressen. Warte. Warte. Huh! Huh! Maus, die Scheiße.